Die Ausbildereignungsverordnung, AEVO. Tipps und Hinweise zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung. Konzipiert und zusammengestellt von Michael Steffens, Produktion Rolf Hennequin. Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal von LearnDocs. Auch in diesem Video geht es wieder um die AEVO, die Ausbildereignungsprüfung. Das Besondere an diesem Video ist aber, dass all die Videos, die wir schon in der Vergangenheit zu diesem Thema einzeln zur Verfügung gestellt haben, zusammengeschnitten wurden. Das heißt, wir sprechen hier diejenigen von euch an, die eher am Stück lernen wollen und sich nicht jedes Video einzeln raussuchen wollen und dann noch festlegen, in welcher Reihenfolge man sich die Filme anguckt. Also sehen wir uns an, was Michael Steffens zu diesem Thema zu sagen hat. Und wenn es euch gefällt, Däumchen hoch oder wenn ihr noch nicht habt, abonniert unseren Kanal. Hallo zusammen. Heute geht es in diesem Video um Fragen aus dem Fachgespräch zum Thema Führungsstile. Diese Fragen tauchen immer wieder auf, weil das Thema Führung für die Prüfungsausschüsse sowas wie ein üblicher Verdächtiger ist und es wird gern genommen. Wir sprechen heute über den sogenannten situativen Führungsstil. Wenn ihr also vom Prüfungsausschuss gefragt werdet, was denn den situativen Führungsstil charakterisiert, dann antwortet ihr sinngemäß wie folgt. Es gibt vier Führungsstile: partnerschaftlich, autoritär, laissez-faire und demokratisch. Der fünfte Führungsstil ist eigentlich kein Führungsstil, sondern bezeichnet das ganz bewusste Verhalten einer Führungskraft in einer Situation in Bezug auf eine Person. Und dieses bewusste Verhalten fragt, welcher Führungsstil ist in dieser Situation bezogen auf diese Person der angemessene. Die Führungskraft muss also switchen, wechseln zwischen unterschiedlichen Führungsstilen. Das bedeutet zum einen, die Führungskraft selbst muss wissen, was für einen Führungsstil bevorzuge ich selbst aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund meiner Haltung, meiner Charaktereinstellung. Sie muss allerdings sich von eben diesem Führungsstil lösen können und je nach Situation und Person einen anderen Führungsstil ausüben. Das ist der sogenannte situative Führungsstil. Nicht wirklich ein Stil, sondern lediglich die Fähigkeit, zwischen den vier bekannten Führungsstilen zu wechseln. Wenn ihr das dem Prüfungsausschuss so erklärt, bekommt ihr zumindest dafür die volle Teilpunktzahl. Meine Überzeugung. Also, Lernen macht Spaß. Viel Spaß beim Lernen des situativen Führungsstils. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Steffens. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Im heutigen Video geht es um das Fachgespräch und Fragen im Fachgespräch zum Thema Führungsstile. Und für heute habe ich mir den sogenannten partnerschaftlichen Führungsstil vorgenommen. Wenn ihr gefragt werdet, was denn unter dem partnerschaftlichen Führungsstil zu verstehen ist, könnt ihr Folgendes ausführen. Im partnerschaftlichen Führungsstil behandelt die Führungskraft ihre Mitarbeiter auf Augenhöhe. Und die Mitarbeiter werden einbezogen in die unterschiedlichsten Themen, bekommen alle Informationen, die sie brauchen, um ihren Job zu tun. Und vor allen Dingen ist die Führungskraft von einer Haltung getragen, dass die Mitarbeiter per se von sich aus leistungsmotiviert sind. Das ist eine schöne Vorstellung, das funktioniert. Funktioniert aber nur dort, wo man es mit Mitarbeitern zu tun hat, die mit eben genau dieser Haltung und diesem Führungsstil umgehen können, die halt eben selbstverantwortlich ihren Job tun und auch Leistungsmotivation entwickeln und dabei reflektiert ihre Arbeit tun. Gemäß dem geflügelten Wort, was man Henry Ford nachsagt, als er gefragt worden ist, was denn das Wesen der Führung sei,
soll er geantwortet haben, gib deinen Mitarbeitern alles das, was sie braucht, um ihren Job zu tun, und dann geh ihnen aus dem Weg. So viel zum partnerschaftlichen Führungsstil im Fachgespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Euer Michael Steffens. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wenn im Fachgespräch die Führungsstile thematisiert werden und die Chance, dass es passiert, ist sehr, sehr hoch, weil Führungsstile ein Dauerbrenner in Fachgesprächen der AEFO sind. Wenn also das Thema auf die Führungsstile kommt und ihr sollt den sogenannten Laissez-faire Führungsstil erörtern, dann macht ihr das wie folgt. Laissez-faire kommt aus dem Französischen und heißt nichts anderes als lass sie machen. Und dieser Führungsstil ist dadurch charakterisiert, dass die Vorgesetzten nicht eingreifen in das, was ihre Mitarbeiter tun. Ja, dass die Vorgesetzten sich nicht aktiv einbinden und im schlimmsten Fall, dass es die Vorgesetzten überhaupt nicht interessiert, was ihre Mitarbeiter tun. Fast könnte man sagen, antiautoritäre Erziehung am Arbeitsplatz. Ganz so ist es aber nicht. Eine Variante des Laissez-faire-Führungsstils ist nämlich die, dass ein Vorgesetzter einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat, die hochmotiviert ist und die auch extrem gut ausgebildet ist. Das heißt, wir haben es mit einem Mitarbeiter zu tun, den man alleine laufen lassen kann. Und jedes Reinkrätschen in die Entscheidung oder in die Kreativität, in das Machen der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters, jedes Reinkrätschen ist eher kontraproduktiv. Also lass sie machen. Denn die Mitarbeiter, die Experten sind in dem, was sie tun, und das, was sie tun, gerne tun, die tun es auch richtig und die tun es auch, ohne dass man sie instruiert oder kontrolliert. Und unter diesem Aspekt ist der Laissez-faire-Führungsstil geeignet. Ich muss halt eben nur wissen, wen muss ich wie führen? Und das kommt dann im sogenannten situativen Führungsstil durch mich zur Besprechung. Ich wünsche euch mal wieder viel Spaß bei der Vorbereitung auf eure Prüfung und sehe euch im nächsten Video wieder. Bis bald, Michael Steffens grüßt euch. Schönen Tag. Guten Tag allerseits. Hier ist wieder Michael Steffens auf eurem LearnDocs-Kanal und ich beschäftige mich heute mit Fragen aus dem Fachgespräch zum Thema Führungsstile. Und einige Führungsstile sind ja schon besprochen. Hier und heute spreche ich über den sogenannten demokratischen Führungsstil. Der demokratische Führungsstil ist dadurch gekennzeichnet, dass er die Mitarbeiter einbindet und dass der Vorgesetzte die Meinung der Mitarbeiter gewichtet und tendenziell sich der Mehrheitsmeinung in seiner Entscheidung anschließt. Für die Mitarbeiter ist das gut und schön, sie werden gefragt und ihre Stimme hat Gewicht. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn eine Entscheidung, die demokratisch zustande gekommen ist, vom Vorgesetzten verantwortet werden muss, vertreten werden muss, insbesondere dann, wenn diese Entscheidung eine Fehlentscheidung ist, dann wird es schon fragwürdig, ob der Vorgesetzte sich immer auf demokratische Entscheidungen einlassen sollte, weil das Risiko trägt er alleine. Insofern ist der demokratische Führungsstil mit Vorsicht zu genießen. Man kann ihn ausüben, ja, aber immer unter der deutlichen Ansage, das letzte Wort behalte ich mir vor, ich behalte die Entscheidung vor, wie wir verfahren, denn ich muss ja schließlich auch die Konsequenzen als Führungskraft und Entscheider verantworten und nicht ihr. So viel sinngemäß zum demokratischen Führungsstil. Ich wünsche euch für heute viel Spaß beim Lernen. Macht es gut. Bis demnächst auf diesem Kanal LearnDocs, euer Michael Steffens. Einen schönen guten Tag zusammen hier auf unserem YouTube-Kanal LearnDocs. Im Fachgespräch taucht immer wieder mit schöner Regelmäßigkeit die Frage nach den Führungsstilen auf und die wird dann auch ausgefaltet vom Prüfungsausschuss.
Ein wichtiger Führungsstil, über den ich jetzt sprechen möchte, ist der sogenannte autoritäre Führungsstil. Und wenn ihr gefragt werdet, wie denn dieser autoritäre Führungsstil beschrieben werden kann, dann antwortet ihr bitte sinngemäß folgendermaßen. Der autoritäre Führungsstil ist grundsätzlich wie alle anderen Führungsstile zunächst einmal ein Verhalten, das aus der Charaktereigenschaft, aus dem Persönlichkeitsbild und der Haltung des Vorgesetzten sich herauskristallisiert. Meistens ist es unbewusst. Autoritärer Führungsstil äußert sich dadurch, dass die Führungskraft das verlangt, was sie meint, dass das Richtige ist. Auf gut Deutsch gesagt, ich Chef, du nichts oder was ich sage, wird gemacht. Die autoritäre Führungskraft verlangt, arbeitet mit Anweisung und erwartet Gehorsam auf ihren Befehl. Das hört sich jetzt sehr martialisch an, ist aber im Großen und Ganzen tendenziell, auch wenn es in Abstufungen im Daily Business etwas softer geschieht, zutreffend. Der autoritäre Führungsstil lässt dem Mitarbeiter kaum oder wenig Raum für Freiheit, Kreativität oder eigene Entscheidungen. Ein Ableger oder, wenn ihr so wollt, ein kleiner Bruder vom autoritären Führungsstil ist der sogenannte patriarchalische Führungsstil. Im Grunde genommen ändert sich nichts außer die Tonalität. Es wird gesagt, was ich will, aber der Patriarch als väterlicher Freund tritt fürsorglich und scheinbar sanft, aber nichtsdestotrotz bestimmend auf. Das Motto ist hier, ich lächle dich an, aber erschieße dich trotzdem. Der patriarchalische Führungsstil engt den Mitarbeiter genauso ein, aber es ist eher eine Wohlfühlatmosphäre, in der die Anweisungen gegeben werden. Wenn ihr diese Überlegungen dem Prüfungsausschuss in dieser Weise darlegt, könnt ihr auf der sicheren Seite sein, dass ihr alles richtig gemacht habt. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Lernen. Euer Michael Steffens auf dem LearnDocs-Kanal.